Also ich werde in den ersten 20 Minuten ein bisschen was zur Theorie sagen, insbesondere mit Blick auf Diskurs in den Medienwissenschaften. Und dann kommen ein paar Spielvignetten, die ich mit Intros anleite. Alle Inhalte sind tendenziell ab 18 und enthalten eventuell auch Gewaltdarstellungen. Und natürlich braucht man bei kritischer Theorie keine Spoilerwarnung. Natürlich geht es hier darum, ein Spoiler zu sein. Und in irgendeiner Weise den Konsum der vorgestellten Kulturwaren auch zu ersparen und nicht dazu anzuhalten oder den etwa zu bewerben. Also wie gesagt, ich bin Ethnologe mit dem Afrika-Schwerpunkt auf aktuellen Hexenjagden. Das heißt, mein Forschungsfeld sind eigentlich nicht primär Computerspiele. Ich bin dementsprechend nicht einzelwissenschaftlich bewandert. Ist jemand von den Game Studies eventuell hier, der sich tatsächlich als Vertreter der Game Studies versteht? Schade. Na gut, also ich beziehe etwas Feldforschungsergebnisse aus allen möglichen Computerspielen ein. Die Medienwissenschaften nennen heute gerne so ziemlich viel Ethnographie oder ethnografische Methode, Medienethnographie. Das ist ein Trend, der zum einen natürlich sein Recht hat, indem er als qualitative Arbeiten mit Gegenständen wieder einholen möchte und so etwas wie eine Ablösung von den Dingen beklagt. Und diese Klage ist der kritischen Theorie beileibe nicht fremd. Aber dieser Trend bleibt auch, wenn man sich den genau anschaut, innerhalb der positivistischen Zwänge, der generell die Sozialwissenschaften unterstellt sind, in Deutschland vor allem, aber auch im amerikanischen Raum, angelsächsischen Raum. Der Zweck, also ein Charakteristikum dieser Forschung ist, dass ihnen der Zweck der eigenen Forschung in aller Regel völlig unbewusst ist und umso weniger noch bewusst ist, umso mehr. Also umso weniger er bewusst wird, umso mehr ist er doch präsent. Und das muss man dann natürlich vertuschen durch eine Scheinobjektivität oder durch Objektivität bekräftigende Methodologie und Einstellung. Dazu zählt, dass man teilweise sich von Inhaltsanalysen völlig entfernt und nur noch Nutzungsweisen anschaut und das dann eben als Ethnographie einstuft. Mir begegneten da Vorträge von Professoren, die es für Ethnographie dann halten, in U-Bahn Leuten bei der Nutzung von Smartphones zuzusehen und sozusagen das dann zu beobachten, wie diese Leute mit diesen Gadgets dann umgehen und alternative Nutzungsweisen entwerfen. Wenn die Nutzungsweisen dann wieder erwarten, gar nicht so alternativ sind, sondern dann doch innerhalb der eingeschränkten oder vorgegebenen Bahn sind, verlaufen, dann geht es schnell weiter zum nächsten Gadget. Also es ist grundsätzlich in den Medienwissenschaften einen Medienoptimismus zu verspüren, der auch ökonomisch bedingt ist. Die Medienwissenschaften müssen sich natürlich in irgendeiner Weise expandieren und beständig renovieren. Und dadurch entsteht natürlich auch ein Innovationsdruck, der am ehesten dadurch dann sich rechtfertigen kann, wenn er eben etwas optimistisch liest und dann das Neue eben auch optimistisch liest. Weil wenn er sagen würde, wie die kritische Theorie das tut, es handelt sich um Wiederholungen des Immergleichen, wäre das im Prinzip schon ein Entzug der eigenen Grundlage und würde breite Kunden dieser Wissenschaft abschneiden. Gibt dann innerhalb dieser Wissenschaft auch einen Diskurs um die kritische Theorie? Was heißt Diskurs? Also es gibt ein Ressentiment und zwar vor allem aus den Cultural Studies, in denen unter anderem John Fiske die Vorstellung popularisierte, Adorno hätte überhaupt keine Tuchfühlung zu seinen Objekten gehabt, hätte sozusagen vom Standpunkt der Hochkultur auf die Subkultur herabgesehen und keine Ahnung gehabt, wovon er schreibt. Dagegen wird dann der neue ethnografische Impetus von Medienwissenschaften vorgebracht, der dann in den Game Studies auch seine Anwendung findet. Also das Ressentiment Adorno, das ist Theorie, zumal überholte, das begegnet einem immer wieder. Und wir machen jetzt die Empirie und schauen uns das allererste Mal Medienkonsumenten genauer an. Das hat zur Folge, dass dann Studierende und Promovierende auch in World of Warcraft-Seminare geschickt werden, um dort World of Warcraft zu spielen als Wissenschaft oder als wissenschaftliche Betätigung, als Herangehen, was in gewisser Weise schon etwas überflüssig ist, weil genug Studenten oder Promoventen ohnehin in solchen Spielen schon verstrickt sind und man die auch einfach fragen könnte, was für Gedanken die sich machen. Naja, also zu diesem Vorwurf der Materialferne kritischer Theorie,
weiß eigentlich jeder, der sich entsprechend damit befasst, dass Adornos Jugendfreund und vielleicht intimster Freund Siegfried Krakauer ist. Und Krakauer hat die erste empirische soziologische Studie in Deutschland verfasst, die Angestellten heißt das. Das heißt, eigentlich geht die empirische Sozialforschung in Deutschland ganz entscheidend von der kritischen Theorie aus und bereitet das allerdings auf einem völlig anderen Niveau aus als vor einer Vermittlung von qualitativer und quantitativer Forschung oder von Statistik und Theorie als diese neueren Theorien oder als diese neueren Betätigungen. Also Krakauer hat auch mit von Caligari zu Hitler eine sehr empfehlenswerte Einführung in den Film geschrieben, in den deutschen Film, und da ein riesiges Konvolut an Material, an Filmanalysen zusammengetragen, unter anderem aus seiner Tätigkeit als Feuilletonist. Das heißt, und das fließt auch indirekt in das Kulturindustrie-Kapitel ein, etwas unschön, weil Krakauer kaum zitiert wird darin, aber man merkt doch, wenn man Krakauer gelesen hat, wie stark er in diesem Kapitel eigentlich präsent ist mit seinem Ansatz, den er mindestens gleichzeitig, wenn nicht früher, ähnlich entwickelt hatte. Man kann diesen Ansatz im Wesentlichen als sozialpsychologisch oder als sozialpsychologisch bezeichnen. Krakauer macht das selbst, dass er eben individualpsychologische Inhaltsanalysen vornimmt und dann eben das vorbereitet, was Adorno dann später als Merkmal von der Inhaltsanalyse bezeichnet, dass man versucht, den Dingen oft, also den Inhalten so oft die Spur zu kommen, dass man herausfindet, was damit eigentlich intendiert sein müsse, auch wenn die Konsumenten das gar nicht so genau von sich preisgeben oder es ihnen eben nicht bewusst ist und sich das demnach auch mit einer klassischen empirischen Sozialforschung gar nicht abrufen lässt. Man braucht also in irgendeiner Weise inhaltsanalytische Methoden, und diese inhaltsanalytischen Methoden rechtfertigen sich natürlich auch insbesondere bei Adorno durch ästhetische Kenntnisse, also durch Kenntnisse ästhetischer Theorie, die dort einfließen. Ach so, ja, das ist das Programm des Vortrags. Habe ich leider nicht geschafft, da dann so Buttons einzufügen, wo man dann tatsächlich zu Feldern kommt. Von Adorno weiß man auch, dass er eben in Beverly Hills wohnte im Exil und dass einige der Exilanten dort in die Filmindustrie einwanderten und er sozusagen im ständigen Kontakt stand. Das nur zu diesem gängigen Vorwurf, wenn er euch begegnet, auch in den Game Studies, dass die Medienwissenschaften sozusagen die Empirie neu entdecken würden gegen Adorno, den miese Peter. Der manipulative Charakter von Medieninhalten hat Krakauer vor allem an patriotischen deutschen Filmen der Weltkriegsphasen nachgewiesen. Und dieser manipulative Charakter beinhaltet ein Konzept von Medienwirkung, das ganz zentral ist für die kritische Theorie und das auch, das ist der zweite Diskurs in den Medienwissenschaften, das provoziert. In den Medienwissenschaften sagt man, dass es keine Medienwirkung mehr gibt. Das ist etwas pauschal, aber man sagt gerne, dass Medienwirkung an sich widerlegt sei oder heiß umstritten sei, was dem gleichkommt, zu sagen, man hat sich damit nicht zu befassen. Das kommt daher, dass zum einen Forschung aus den Cultural Studies eben nachweisen wollten, dass die reaktionären Inhalte von Medienproduktion nicht eins zu eins adaptiert werden bei den Empfängern und dass demnach Sender-Empfänger-Modelle nicht zutreffen würden, die davon ausgehen, dass Manipulation in einem Medieninhalt, manipulative Inhalte, sich direkt beim Empfänger umsetzen würden in ideologische Konzeptionen. Also das ist das Sender-Empfänger-Modell, das sozusagen widerlegt wurde durch die Cultural Studies. Das ist aber eigentlich eine Beobachtung, die Adorno und Horkheimer im Kulturindustrie-Kapitel schon genährt haben, dass nämlich die Menschen sich erstaunlich resistent erweisen gegen ihnen zugedachte Manipulationen. Adorno spricht dann in der Minima Moralia auch von einem Gegengift der Kulturwahn gegen ihre eigenen Lügen. Und sowohl Krakauer als auch Adorno geben keineswegs die Idee eines guten Films auf. Also oder auch eines Kunstwerks, des Films als Kunstwerk. Und mehr noch ist es vielleicht gerade die Enttäuschung über die
geringe Nutzung der gewaltigen Möglichkeiten des Films, also eigentlich eine Bewunderung für den Film als Medium, für die Möglichkeiten des Films und dann die Enttäuschung darüber, was dieses Medium nicht einlöst, dass die Leistung, wie Adorno das dann sagt, als Trinkgeld ausfallen. Also die Möglichkeiten des Films sozusagen in einer der geringen Form ausgenutzt werden. Das ist ein Verhältnis von qualitativ und quantitativ, das bei Adorno relativ häufig eine Rolle spielt. Ich kann das mit Emergenz beschreiben, dass Verhältnisse, die sich quantitativ steigern, ab irgendeinem Punkt umschlagen in einen qualitativen Unterschied. Also dass ein quantitativer Unterschied umschlägt in einen qualitativen Unterschied. Das hat man bei den Okkultismusstudien Adornos, als er eben sagt, das Ausmaß der Regression ist bei der traditionellen Magie eigentlich, also die traditionelle Magie und der moderne Okkultismus sind gar nicht so verschieden. Der eigentliche Unterschied ist eben in einem quantitativen Unterschied der Regression, in einem Ausmaß der Regression, und das bedingt dann eben wieder einen qualitativen Unterschied. Das gleiche Verhältnis haben wir bei der Kulturindustrie, bei den technologischen Möglichkeiten, die in einer krassen Diskrepanz stehen zu dem, was sie eigentlich vermöchten. Das heißt, es ist keine grundsätzliche Kritik an diesen technologischen Möglichkeiten, sondern eher eine Enttäuschung. Was man als Resistenz gegen Manipulation nehmen könnte, oder was man diskutieren könnte, tatsächlich in einem differenzierenden Prozess, das machen die Medienwissenschaften etwas anders. Sie erklären, wie gesagt, die Medienwirksamkeit für abgeschafft oder für so weit ausdiskutiert, dass man die nicht mehr weiter beforschen müsse. Da spielen dann die Horrorfilme und die Killerspieldebatte eine große Rolle, dass man eben tatsächlich nachgewiesen hat, dass Horrorfilme oder Killerspiele nicht notwendig zu Massakern oder Amokläufen führen. Das wird aber dann lustigerweise ausgedehnt. Wenn ich hatte Propagandaforschung gemacht an afrikanischen Filmen, und dann wurde mir das tatsächlich so entgegengeworfen, ja, aber die Medienwirkung, das wäre ja völlig überholtes Konzept, da von propagandistischen Wirkungen auszugehen. Wenn es keine Medienwirksamkeit gäbe, gäbe es auch keine Medienwissenschaften, keine Werbung, keine Zensoren. Und jeder Medienkonsum belegt eigentlich seine eigene Wirkung, nämlich zunächst einmal das, und das ist das Kernelement des Kulturindustriekapitels, die Attraktivität des Konsums selbst, die im Zentrum steht. Weniger als jetzt das einzelne Werk, sondern dass es generell eben das Bedürfnis nach der Konsumtion geht. Deshalb ist Kritik an diesen einzelnen Medien, natürlich Content Analysis, insofern aber auch, als sie diesen Content in Gesellschaft analysiert und kritisiert und dementsprechend auch ernst nimmt, was um diese einzelnen Medienproduktionen herum geschieht und wie sich dann bestimmte Inhalte in einer Serialität wiederum verfremden und umschlagen in ihr Gegenteil. Wenn zum Beispiel also was viele Computerspiele machen, ist, ein korruptes Regime zu zeichnen, korrumpierende Regimes, korrupte Verschwörungen. Und wenn ein einzelnes Medium das machen würde, wäre das ja durchaus subversiv oder beachtlich, eine solche Fantasie zu entwerfen. Da das aber mittlerweile so ziemlich alle oder ein sehr breites Genre immer wieder macht und gegen dieses korrupte Regime dann den Heros aufbaut, des Einzelkämpfers, entsteht durchaus erst aus dieser Serialität die Frage eines ideologischen Musters, die dann gar nicht so genau am einzelnen Spiel sich bewahrheiten lässt. Das heißt, wir müssen in der Content Analysis die Serialität mitdenken und eben die Funktion von Medien in Produktion, in gesellschaftlichen Verhältnissen, nicht nur in der Serialität der Medienproduktion, sondern Medienproduktion im Verhältnis anderer Produktion, in der dann das Verhältnis von Arbeit und Freizeit der zentrale Angelpunkt von Kulturindustriekritik allgemein wird. Dahingehend entstanden, ich werfe jetzt noch ein Schlaglicht auf einen Diskurs in der, ich würde mal sagen, hedonistischen Szene oder neomarxistischen Szene, der
gegen die reglementierte Erfahrung von kleinbürgerlichen Freizeitbetätigungen, die den Körper eben im Wesentlichen erhalten oder die im Wesentlichen die Arbeitskraft reproduzieren, dass dem entgegen dann ein rauschhafter Umgang auch mit dem eigenen Körper glorifiziert wird, regelrecht, und zum Subversiven erklärt wird, dass sozusagen der Entzug des eigenen Körpers, mitunter auch des eigenen Geistes aus dieser reglementierten Welt schon das andere sei oder in irgendeiner Weise subversiv sei. Negativ formuliert, dass eine Kritik an Sucht als Symptom, diesen Kosten-Nutzen-Rechnung, diesen Rationalismus, einen Zweckrationalismus des Kapitalverhältnisses durchsetzen würde. Das gab es in der Raucherdebatte und das gibt es eben auch in der Spielsuchtdebatte und in der Drogendebatte. Grundsätzlich würde ich einen suchtkritischen Standpunkt vertreten, dass es relativ wenige Arbeiten der kritischen Theorie oder relativ selten um Sucht dort geht, dass das Vergnügen und Abhängigkeit noch relativ schlecht ausdiskutiert sind und dass es eher um ein Vergnügen oder dass Mediensucht eben eine relativ geringe Rolle spielt als vielleicht verhaltenspsychologischer Ablauf. Dazu gibt es ein Zitat. Wenn man eben annimmt, dass in der moderneren Psychologie, dass zum Beispiel die Belohnungsabläufe in Spielen ganz zentral Dopaminabhängigkeiten durch Wiederholung erzeugen würden, dass eben, wie man das in vielen Spielen hat, ein permanenter Belohnungsrausch, Belohnungsserien, das immer erneute Auffinden von Sachen und Erreichen von Aufträgen jeweils Dopaminausschüttungen produzieren würde oder produziert, das dann seriell zu einer Abhängigkeit führen könnte. Dagegen könnte man einwenden, ein Zitat von Adorno: Konsumenten fallen nicht auf den Schwindel herein, wenn sie einem noch so flüchtige Gratifikation gewährt. Sie wollen bereits den Betrug, den sie durchschauen. Wenn man jetzt diese Gratifikationen in dieser Belohnungsstrategie sieht, dann wäre die Gegenposition eben, dass es eigentlich diese Gratifikation als nicht gewährte schon durchschaut ist und dass das dann wiederum die größere Gratifikation ist, unter deren Prämisse gespielt wird. Oder in den Worten von Rebberg, einem eher marxistischen Game Scholar, Researcher, Senior Fellow Researcher, wie man es auch immer heute nennt: Play feels like labor. Play does not feel like a waste of time. Also, if play feels like labor. Wenn eben das Spiel sich wie Arbeit anfühlt, fühlt es sich nicht wie Zeitverschwendung an. Und das ist das Wesentliche, was man eigentlich an den Spielen, an einem großen Genre von Spielen kritisieren könnte. Gibt es auch wiederum eine Position, die nach einer flüchtigen Lektüre dieses Kapitels oder der Kritik an Kulturindustrie eben zum Schluss kommt, dass alles Müll ist, dass es demzufolge nur noch eine Form von Mülltrennung, wie Gerhard Scheider sagt, vollzogen werden müsse. Ich denke, dahingehend habe ich schon gedacht, es gibt trotzdem die Konzeption einer guten Kunst oder eines Kunstwerks oder eines echten Films. Adorno ist teilweise sehr spezifisch in den Formen von Kulturindustrie, die er kritisiert, in den Kulturwahn, die er kritisiert. Es geht ihm jeweils spezifisch zum Beispiel um das Farbfernsehen, um den Stummfilm und dementsprechend hat er natürlich auch, oder er verteidigt eben die Zwölftonmusik oder die Dissonanz als Institution. Das Gleiche kann man natürlich auch bei den Kulturwahn generell vollziehen, dass man diese Differenzierung eben vornimmt. Und da gibt es dann eine große Falle, in die man laufen kann, dass nämlich diese Kulturwahnproduktion eine schlecht endlose ist und dass man sich sozusagen sein Leben lang damit aufhalten kann,
die zu analysieren und dadurch wiederum den Zweck der eigenen Betätigung damit aus den Augen verliert. Wenn man das tatsächlich auf sich nehmen würde, in diese Beobachtung organisiert einzutreten, in diese Medienanalysen organisiert einzutreten und daran tatsächlich ideologische Verwerfungen aufzudecken, dann wäre das höchstwahrscheinlich nur zu leisten in einer organisierten Wissenschaftsform, in der man dann auch dementsprechend die Absicht hat, auf die Medien einzuwirken oder eben eine neue Medienform oder neue Medieninhalte auch zu produzieren oder anzustacheln, durch Kritik in irgendeiner Weise dieses Verhältnis zu verändern. So. Also die eine Falle wäre, alles über einen Kamm zu scheren und zu sagen, naja gut, damit befasse ich mich, das ist eher alles Müll. Oder ich konsumiere es zwar, aber mit einem angemessenen Level an Selbstverachtung und dementsprechend an dem nachgeordneten Schuldgefühl des kleinen Bürgers nach dem vollzogenen Rausch. Das kennt man auch alles, wenn man sich da selbst reinbegeben hat oder wenn man eben dann seine 8 Stunden am Tag einmal vom Fernseher gehangen hat oder eben auch mal 16 Stunden am Tag Diablo 2 gespielt hat. Das ist in jedem Fall zerstörerisch. Es ist selbstzerstörerisch in dieser Serialität und man kann es gewiss nicht raten oder man kann es nicht annähernd in einer Weise als Wissenschaft, als Reflexion auch bemessen, wie etwa in den Literaturwissenschaften, wo ja auch das Lesen von Büchern sehr, sehr lange dauert, aber eben der Inhalt doch ein wesentlich differenzierter ist. Andererseits, es gibt eben Versuche, da möchte ich heute eben einige sehr wenige vorstellen, ich habe versucht, mich zu beschränken auf 3, 4 Beispiele, gibt es doch Versuche, die optimistisch stimmen, in denen, wo ich sagen würde, da, das sind Spiele, da könnte man eventuell auch nochmal ganze Bücher darüber schreiben, aus der Perspektive der kritischen Theorie etwas anderes darzustellen oder versuchen aufzudecken, was daran ein Gegengift sein könnte oder war, auch historisch, wenn man sich selbst in der eigenen Biografie das anschaut, wie man gespielt hat. Also das erste, ich würde sagen, das bedeutendste Spiel, das ich in den letzten 20 Jahren kennengelernt hatte, ich kam eigentlich von Space Invaders direkt zu Fallout und dementsprechend würde ich Fallout nach wie vor als das intelligenteste Spiel einstufen, das mir auf dem Markt bislang begegnet ist, als das differenzierteste, als das kritischste auch. Der Einfachheit halber spiele ich das Intro ab, das ist schon an sich ein relativ gelungener Analysegegenstand. Ja, das Interessante ist, dass dieses Spiel eingeführt wird mit Jazz oder mit, nicht mit Jazz, aber explizitem Jazz, aber mit dem Swing eigentlich der 50er Jahre. Das ist auch ein ganz striktes Stereotyp, das durch alle Reihen durchgehalten wird. Man hat immer ein Swing-Thema und dann kommt eben der Fernseher als nächste Instanz, in dem dann sich dieses Auto dreht als Werbung, die sozusagen überlebt. Es ist ganz klassisch, vielleicht man könnte es antiimperialistische Kapitalismuskritik nennen, die davon ausgeht, dass Kriege eben stets um Ökonomie oder um ökonomische Ressourcen geführt werden. Dementsprechend sind die Gegenseite, die handelnden Charaktere der Gegenseite, die Akteure der Verschwörungen sind sehr simpel, meistens Regierungen, Schattenregierungen, Geheimregierungen, die rein zweckrational handeln und in dieser Zweckrationalität zynisch sind. Was allerdings in den Spielen auch gezeigt wird, und dadurch tritt es darüber hinaus, ist, dass diese jeweiligen Charaktere lebendige Charaktere werden, dass sie neurotische Charaktere werden und in ihrer Lebendigkeit auch gezeigt werden. Also dass sie Macken haben,
Und sozusagen schon als irregewordene, an Systemen irregewordene Individuen selbst gezeigt werden, als größenwahnsinnig gewordene. Und darin wird wiederum die Zweckrationalität hinterfragt. Es steht sozusagen hinter diesem Grauen der suggerierten Verschwörungen, steht eigentlich ein noch größeres Grauen einer von Kontrollinstanzen verlassenen Gesellschaft, von Individuen in Gesellschaft, die als Vereinzelte, als Atomisierte wiederum in eine allseitige Konkurrenz gestellt werden und dann dazu angehalten werden, Rackets zu bilden, also aus rein ökonomischen Zwängen heraus. Diese Spiele kamen in den 90ern raus, kurz nach dem Untergang der Sowjetunion. Sie enthalten demnach auch eine zeitgeschichtliche Reflexion auf diese Phase. Wie ich in den 80ern aufgewachsen ist oder seine Kindheit verbracht hat, kennt noch die oder weiß noch, wie nahe wie nahe der Atomkrieg eigentlich oder was für eine reale Bedrohung Atomkrieg war, mit 1983 mehrfach eintretenden Szenarien, also kurz bevor Szenarien, wie man das nennt, dass man sagen kann, dass es relativer Zufall war, dass in diesen Phasen der Atomkrieg nicht eingetreten ist, in dieser Form, wie er eben strategisch durchgespielt wurde. Man weiß auch aus dieser Zeit, was es schon in den 50ern begann, aber danach eben sehr viel stärker wurde, dass es eine regelrechte Bunkerkultur gab, dass Häuser mit Bunker verkauft wurden, dass weite Teile der Gesellschaften eben sich Gedanken machten über den Atomkrieg, wie man sich verhält in dem Falle und ob man eben sich einen Bunker zulegt, wie man seinen Keller ausstattet, dass man Vorräte im Haus hat und so weiter. Diese permanente Krisensituation ist in Fallout eigentlich noch sehr stark enthalten. Ich würde sagen, dass sie kulturgeschichtlich oder kulturwissenschaftlich nicht annähernd in dem Ausmaß reflektiert wurde, wie sie diese Generation geprägt hatte, die bis 1990 eben unter dieser permanenten Bedrohung gelebt hat. Und die Bedrohung ist ja in dem Sinne nicht weg. Fallout suggeriert hier, also greift dieses Bedrohungsszenario in den 90ern auf. Es sagt sozusagen, nimmt es eine Vorwärtsprojektion vor. Das ist, sagt 2077 und es ist eben wie immer triviale Gründe, menschliches Versagen, was man sich eben ausdenken konnte. Es geht vielleicht um Ressourcen oder auch nicht. Aber dass diese Bedrohung eben eine konsistente ist. Während die öffentliche Wahrnehmung in den 90ern eigentlich genau gegenläufig war, nämlich das Problem Sowjetunion hat sich gelöst, dann hat er bekanntermaßen der Ukraine die Atomwaffen abgeschwatzt unter dem Versprechen, sie zu beschützen gegen Russland, was ja dann nicht eingetreten ist, lustigerweise. Und man hat dann erst in den späten 90ern eben gemerkt, dass diese Rough States, Pakistan, Iran, Nordkorea eben Atomprogramme haben und erfolgreich sich dann auch Atomwaffen beschaffen konnten, was wiederum die gesamte Diskussion um Atomwaffen eher auf diese Staaten konzentrierte und von dem eigentlichen Problem, von dem unsichtbaren Elefanten, der eben nach wie vor im Raume steht, nämlich dass in Russland eine tendenziell faschistoide Diktatur, die sich nie wirklich von der Sowjetunion abgelöst hat in Sachen Lagersysteme oder eben in einer gesellschaftlichen Demokratisierung, die wirklich durchdringend wäre, dass dieses Staatenbündnis nach wie vor eben bis an die Zähne atomar bewaffnet ist und demnach der Atomkrieg natürlich immer noch ein Thema wird. Das ist eine Diskrepanz, die in diesem Spiel insbesondere deutlich wird zwischen öffentlicher Wahrnehmung und dann eben das durchzuspielen, das vorzuspielen. Und sozusagen in der Reflexion zu halten, wo es die öffentliche Meinung effektiv verdrängt hat. Wir haben auch eine Kritik an der Wiederholung des Immergleichen.
Es wird sehr zynisch vorgeführt, die Illusion oder eben dieses Versprechen dieser Regierung, man könnte dann eben einfach so in Bunkern überwintern und dann würde man rauskommen und hätte so einen Garden Eden Creation Kit. Das ist dann so ein Koffer, so ein Aktenkoffer, man macht ihn auf, drückt auf den Knopf und dann rollen sich eben grüne Landschaften aus. Eine klassische, religiösische, aber auch eine klassische bürgerliche Projektion von Expansion, von Wiederholungen, von Abläufen, von der Wiederherstellung von Sicherheit nach der Zerstörung. Es enthält auch eine etwas verspätete, aber in dieser Verspätung vielleicht auch angemessene, dem Zeitgeist angemessene Reflexion auf den Zweiten Weltkrieg. Also die ganzen Bilder, die in dem Vorspann kommen, sind eigentlich unmittelbare Reminiszenzen an den Zweiten Weltkrieg. Und im Spiel selbst ist dann von diesem Atomkrieg stets als Holocaust die Rede. Das ist auch durchaus im englischen Sprachgebrauch üblich, den nuklearen Krieg nochmal als Holocaust zu bezeichnen. Das ist, würde ich jetzt nicht als Indifferenz sehen. Ja, und dann haben wir eben ein extremes Missverhältnis. Diese einleitenden Trailer sind sehr ernsthaft aufgebaut. Die Musik spielt eben zwischen Swing, zwischen dem Swing der 50er Jahre und dann der Dissonanz, also der auftretende Misston, das Vibrieren, das Brummen, das aufzieht hinter die und dann diesen Swing verdrängt, diese fröhliche Musik verdrängt und sich sozusagen diese Ernsthaftigkeit durchsetzt. Wenn man sich dann das Spiel selbst, die ersten zwei Spiele, Fallout 1 und 2 allerdings anschaut, dann sind das durchweg Spiele, die unglaublich lustig sind, die sehr zynisch sind in der Art und Weise, wie sie Charaktere ausgestalten und sich verhalten lassen. Das Spiel selbst ist auch eines der größten Spiele dieser Zeit. Man hat eine riesige Karte, in der man sich relativ willkürlich verhalten kann. Und was das eigentliche Novum war, man konnte seine Charaktere völlig frei gestalten. Also was heißt völlig frei? Natürlich innerhalb bestimmter Grenzen, aber man konnte einen sehr dummen Charakter erstellen oder man konnte auch einen sehr klugen Charakter erstellen. Und dementsprechend verändert sich der gesamte Spielverlauf, die Dialoge verändern sich. Also es gab ein hohes Maß an Manipulierbarkeit der Charaktere. Man konnte Alter, Aussehen, im Prinzip alles manipulieren und dementsprechend auch effektiv den Spielverlauf beeinflussen in unterschiedlichen Enden. Man hatte sozusagen eine permanente Wahlmöglichkeit, sich im Spiel zu verhalten und das war unglaublich attraktiv und stellte eben Maßstäbe her. So, jetzt mache ich noch ein. Ja, wieder das gleiche Thema, Swing, Dissonanz, eben das Spiel mit von kritisiertem Kitsch mit dieser Puppe, dem Teddybär und dieses Setting einer kleinbürgerlichen Umgebung, die auch in diesem Spiel immer wieder bis zum Erbrechen vorgeführt wird und hinterfragt wird. Es gibt einen Quest in Fallout 3, man kommt in eine Kleinstadt, Ayane, und wird eben eingeladen, man will dort das neue Amerika wiederherstellen und so weiter. Und eine perfekte kleinbürgerliche Idylle. Natürlich kommt nach und nach heraus, dass diese Leute Fremde in ihr Dorf locken, um sie dann zu verspeisen, nicht aus einer Obsession heraus, sondern einfach, weil sie eben die Möglichkeiten dazu haben, aus einem simplen post-nietzscheanischen Impetus heraus, das, was möglich ist, eben auch zu tun und sich auf Kosten der anderen zu bereichern oder eben den Schwächeren to do the other, wie es auf Englisch heißt, also den Schwächeren sich sozusagen zu unterwerfen. Das gibt es da in zahllosen Quests immer wieder als Thema. Fallout 3 hat auch als Spiel selbst eine ernüchternd bösartige Umweltzeichnung, also es ist eine gigantische Tristesse. Man läuft hunderte von Stunden durch dieses Spiel und es sieht praktisch immer gleich aus. Ruinen. Man läuft durch das zerstörte Washington DC und sucht sich dann eben durch einen Trümmerhaufen von Großstadt seinen Weg, der meistens blockiert ist. Also man muss ihn dann eben finden und zwischendurch warten dann lediglich
fünf verschiedene Gegnergruppen auf einen, die sich auch immer wieder wiederholen. Das sind dann eben die Supermutanten, die im ersten Teil schon angedeutet werden als rassisierte Verwandlungsform. Der erste Teil ist etwas rassistisch, da werden die Supermutanten dann eben als die Bösen, als Büttel der Macht sozusagen dargestellt, die man demnach auch bekämpfen und ausrotten muss. Sie stehen unter der Knute eines irre gewordenen Computerprogrammes, eines organischen Supercomputers mit Augen und so weiter. Im zweiten Teil kriegen diese Supermutanten dann menschliche Züge, es wird ein Friedensvertrag ausgehandelt. Im dritten Teil erhalten sie leider dann weitgehend wieder die Funktion des ersten Teiles, nämlich unglaublich stupider, stumpfer Critters. So. Borderlands hat explizite Anleihen an Fallout, ist aber, wie das Intro schon verrät, völlig anders aufgebaut. Anstatt diesen Bruch von Swing und Dissonanzen haben wir auf einmal eben den Rock'n'Roll, eine sehr klassisch maskulinisierte Musik oder auf maskulines Verhalten abzielende Musik auf männliche Kundenstämme. Und dementsprechend wird auch die Gewalt in dem Spiel relativ stupide durchgeführt. Sie wird nicht hinterfragt in irgendeiner Weise. Es verbleibt eben in dieser Ideologie am Anfang, it's a great day, it's a great opportunity to make riches und so weiter. Man ballert sich durch dieses Spiel und erhält damals wurde es beworben als das Spiel mit den meisten Waffen sozusagen oder mit den meisten unterschiedlichen Waffen. Hat einen hohen Grad an verdrängter Homosexualität auch. Man sieht hier seinen Hauptgegner. In den 90er Jahren waren klassische Gegner Zombies, auch Roboter natürlich. Und mein Eindruck ist, dass erst in den letzten Jahren eigentlich der Psychopath zum neuen Hauptgegner wird. Dementsprechend Borderlands sind ein großer Gegner Psychopathen, eine Klasse von Gegnern, die alle sich gleich verhalten. Also sie haben keine Individualität wie in Fallout, wo jeder irre gewordene Charakter eigentlich eine Biografie erhält, die man auch im Verlauf des Spieles analytisch erforschen kann oder die man von ihm erfragen kann, die man über Drittpersonen erfragen kann. In dem Spiel sind das alles flache Charaktere, sozusagen belebte Roboter, die entsprechend mit Attributen eigentlich aus einem SM-Club ausgestattet sind. Diese kleine und große Psychopathen, die kleinen sind eben dünn und haben diese Masken mit so einer Art Gasmaske, die aber genauso gut ein Gagball sein könnte und in nackten Oberkörpern. Sie sind meistens begleitet dann von großen Muskelbergen, die teilweise auch in Lederharnischen herumlaufen. Die muss man permanent bekämpfen. Am Ende, ich hatte den Link auch drin, aber es funktioniert jetzt eh nicht, der Endgegner ist eine gewaltige Vagina Dentata. Ein Monster, das tatsächlich einen riesigen Mund mit Zähnen dann öffnet und schließt. Und man muss es eben zerstören. Man wird das ganze Spiel über bei der Stange gehalten mit dem Versprechen auf eine Kammer, ein Vault auch, hier wieder nach von Fallout und übernommen die Vault-Thematik. Eine Kammer, die dann aber voller Alien-Waffen sei. Das ist lustig an dem Spiel, es hat so viele Kunden, glaube ich, gekostet, ist, dass am Ende dieses Spiel man eben nichts kriegt, man erledigt den Endgegner und diese riesige Vagina Dentata und das Spiel endet dann da, es war sozusagen ein großer Betrug. Es gibt keine Kammer voller Waffen und das Ganze erscheint wiederum als Vorgeschichte auf einen viel größeren Zusammenhang, den man sich dann allerdings auch wieder erkaufen muss. Das ist natürlich eine Berechnung, hier eine Geschichtserzählung auszudehnen, das einzelne Spiel Borderlands 1 quasi als Teaser für Borderlands 2 aufzubauen und dementsprechend eine Geschichte anzudeuten, die im ersten Teil unbefriedigt geblieben ist. Es gibt kein großes Geheimnis in dem Spiel.
Es gibt ich würde sagen, keinerlei Gesellschaftskritik aus einer gewissen Abbildung von Racketbildung, dass sich eben in diesen suggerierten postapokalyptischen Welten wiederum Menschen zusammenschließen, dass dann automatisch eben wieder Banditen und Räuber entstehen, die in diesem Spiel halt wirklich dichotom gehalten sind. Es gibt die Banditen, die heißen Banditen, es gibt die Psychopathen, die heißen Psychopathen und die sind auch nur Feinde. Während man in Fallout zum Beispiel seine Handlungen durchaus böse durchführen kann, man hat eine Karma-Leiste oder man hat Karma-Punkte für Taten und dementsprechend kann man sein Spiel eben gestalten als völlig böser Spieler, der sich dann dementsprechend auch mit den bösen Charakteren anfreundet oder mit denen interagieren kann, während der völlig gute Spieler eben andere Interaktionsmöglichkeiten dann auch tatsächlich erhält, mit allen Changierungen. Das würde ich sagen, ist ein wesentlich anderer, ein grundsätzlich anderes Herangehen, als es jetzt zum Beispiel die Borderland-Reihe hat oder vergleichbar eben dann Spiele wie Brink oder die darauf aufbauen, immer mit diesem martialischen Gestus zu arbeiten und im Prinzip auf dem Effekt zu verbleiben, auf der Ebene des Effektes zu verbleiben. Da würde ich sagen, grundsätzlich, wenn ich ein Kriterium anlegen würde an Spiele, wäre es die Tiefe der Charaktere, die entwickelt werden. Das haben natürlich Spieleentwickler auch spitz gekriegt und sie gestalten Charaktere entsprechend. Und da kann man wiederum eben dann sehen, wie gut ihnen das gelingt, wer dafür angeheuert wurde und so weiter. So, wiederum das dritte Spiel in dieser Reihe jetzt. Damit komme ich auch zum Ende. Ich habe hier keine Uhr. Nicht mal Uhren können sich die hier leisten, meine Güte. Boxen, nicht keine Uhren. Das ist Bioshock. Bioshock ist eins der wenigen Spiele auch, neben Fallout, wo ich sagen würde, die sind rundum gelungen. Ich habe auch nur den ersten Teil gespielt. Der zweite soll sehr schlecht sein, wie auch immer. Aus welchen Kriterien ist mir nicht bekannt. Was Bioshock macht, hätte ich jetzt gerne, wenn ich eine Uhr hätte, könnte ich es einschätzen, in einem Let's Play-Videoclip gezeigt. Das Lustige ist, dass diese... 20 nach 7. Und wie lange dürfen wir hier drin sein? Für immer. Ach, wundervoll. Ich wollte schon immer in Frankfurter Uni wohnen. Ja, Let's Play. Kennt das jemand? Viele auch nicht. Let's Play, das ist eigentlich ein ganzes Genre geworden, Spiele, sich selbst beim Spielen zu filmen, sozusagen das Spiel zu filmen und das dabei filmen zu kommentieren. Das ist insofern nicht unspannend, also diese Selbstreferenzialität von Medien auch belegt und zum anderen eben auch teilweise geniale Analysen auch demokratisiert oder seriell produziert, die auch belegen, in welcher Art und Weise Spieler darüber reflektieren. Ja. So. Dann würde ich doch so noch diesen letzten Clip, der dauert etwas länger. Ja, also Entschuldigung. Also ich soll hier rechts drauf gehen und dann. Wie ist das denn gedacht? Das Fenster aufmachen, dass du hin bist und dann nach rechts rüber schieben. Okay, gut. So, und wo ist die Maus? Hallo? Und so weiter und so fort. So, tendenziell werde ich das mal dann beenden mit einem kurzen Ausblick zu Bioshock. Ein zentraler Unterschied zwischen Film und Spiel ist die Interaktion. Das heißt, hier eine lange Filmsequenz. In dem Spiel sind auch selbst lange Filmsequenzen. Aber wenn man eben bedenkt, dass Adorno sagte,
Auch die technischen Medien untereinander werden zur unersättlichen Uniformität getrieben. Das Fernsehen zielt auf eine Synthese von Radio und Film. Und weiter spricht er von einer flüchtig getarnten Identität aller industriellen Kulturprodukte, die dementsprechend dazu neigen, sich zu hybridisieren. Und kann man da durchaus ableiten, dass Adorno im Wesentlichen das Internet in seiner Funktion schon beschreibt, in seiner kulturindustriellen Funktion, dass man dementsprechend misstrauisch auch sein durfte gegenüber den Versprechen, die vom Internet zentral ausgingen, als eine Abmischung von Video und Radio. Als solches wurde es in den 90ern noch gepriesen, also dass man vor allem auf die Funktion Radio und damit YouTube auf den Film Zugriff hat. Das Spiel ist dann eigentlich das Medium, das ein Ausmaß an Interaktion beinhaltet, das die klassischen Medien eben nicht kannten. Ein ganz zentraler Kritikpunkt von Adorno zum Beispiel an der Unterhaltungsmusik ist, dass es eben als Hintergrundmusik gedacht ist, dass sie eher scheint sie dem Verstummen der Menschen, dem Absterben der Sprache als Ausdruck der Unfähigkeit, sich überhaupt noch mitzuteilen, komplementär. Unterhaltungsmusik bewohnt die Lücken des Schweigens, die sich zwischen den von Angstbetrieb und anspruchsloser Fügsamkeit verformten Menschen bildet. Sie übernimmt allenthalben und unvermerkt die todtraurige Rolle, die ihr in der Zeit und der bestimmten Situation des stummen Films hinzukam. Sie wird bloß noch als Hintergrund aperzipiert. Wenn keiner mehr wirklich reden kann, dann kann gewiss keiner mehr zuhören. Passivität als ganz zentraler Kritikpunkt, den man auch übertragen kann auf einen Großteil der Unterhaltungsformen. Disco zum Beispiel, würde ich sagen, passt ideal auf genau dieses Phänomen, das Schweigen im Zwischenmenschlichen zu unterbrücken. Und auch das Computerspiel beinhaltet durchaus seriell oder strukturell die Vereinzelung der spielenden Individuen, die Bestätigung in ihrer Vereinzelung. Das ist natürlich auch so in der Wissenschaft wiederum als Niederbitterei entlarvt worden, weil es ja so viele Spielformen gibt, in denen sich Online-Spieler treffen oder in denen Spieler online zu real zusammenspielen oder eben in der World of Warcraft ganz neue Formen von Sozialität entstehen würden. Das ist zwar auch wahr, die sieht aber keinerlei gesellschaftliche Organisationsform einher. Also aus diesen, die verbleiben in den Inseln des Virtuellen, auch wenn hin und wieder natürlich Überschneidungen stattfinden, dass dann wirklich jemand im Real Life heiratet, der sich online kennengelernt hat und so weiter. Das ist natürlich langweilig, aber ich denke, der bedeutendste Punkt, an dem man sagen muss, dass diese Interaktivität zwischen Menschen durch das Spiel, durch das vermittelte Spiel, durch das online vermittelte Spiel, dass die sich nicht in irgendeiner Weise in einem geänderten Sozialverhalten umsetzt, vielmehr im Gegenteil, dass durchaus etwas dran ist an, an der Konkurrenz zwischen Real-Life und In-Game-Life. Das wird auch in jeder Online-Kontroverse diskutiert in dieser Weise. Es gibt da unterschiedliche Modi von Spielen, Brettspiele, Welt oder dann eben Spiele wie Browser-Games, in denen dann teilweise sehr mathematische Spielabläufe ablaufen, die mit sehr wenig Grafik auskommen, sodass man sich das Spiel im Wesentlichen vorstellen muss und es tatsächlich nur noch aus Kalkulation und Interaktion besteht. Wie gesagt, es setzt sich meines Erachtens nicht irgendwie um in gesellschaftliche Organisation, es setzt sich nicht um ins Real Life. Es verbleibt also im Wesentlichen, dass wir diese Passivität oder dass wir diese Interaktionalität im Wesentlichen auf das Spiel beschränkt sehen müssen. Man kann in diesem Medium agieren, man kann in diesem Medium auch, teilweise hat man Wahlmöglichkeiten, in Fallout sehr, sehr viele, in Bioshock sehr, sehr wenige. Also es gibt da einen unilinearen Spielverlauf, da kann man nur sehr wenig davon abweichen in der Art und Weise, wie man die Quests löst und so weiter. Trotzdem, obwohl es so wenig Wahlmöglichkeiten hat, also nur einen Lösungsweg hat, ist Bioshock meines Erachtens auch mit das Reflektierteste. Es wurde hier schon angedeutet, wir haben eine nietzscheanische Dystopie, eine Welt ohne Gott sozusagen. Und das, was Nietzsche ja bemerkt, ist nicht
Er sagt er nicht, hurra, Gott ist tot und endlich sind wir frei, wie das hier zelebriert wird auch, sondern Nietzsche sagt ja, Gott ist tot, was machen wir jetzt? Jetzt haben wir ein Problem, sozusagen Gesellschaft neu zu begründen, Moral neu zu begründen und also ein moralphilosophisches Problem, das erst anfängt mit dem Tod Gottes und nicht da aufhört. Das Gleiche haben wir hier als komplette Dystopie, die auf dieser Ideologie einer selbstverständlich oder einer nebenbei entsakralisierten Welt besteht. Und diese Entsakralisierung ist auch ein ganz zentrales Problem in der Dialektik der Aufklärung, die ja auch nicht einfach einen Atheismus abfeiert, sondern die aus dem Tod der Religion eines der zentralsten Probleme macht, was Menschheit eben hat und was dann eben auch in die Dialektik der Aufklärung weiterführt. Wir haben in Bioshock die permanent zelebrierte schieflaufende Arbeit am eigenen Körper, die Selbstoptimierung eben durch diese Plasmide, die Waffen dann eben eingesetzt werden müssen auch, man kommt gar nicht drum herum, die zu verwenden sozusagen in dem Spiel, aber man sieht in dem Spiel eben, wie in den Splicern Menschen an dieser Selbstoptimierung dann irre werden, wie es sie verrückt macht und sie dann in einer Scheinindividualität verharren. Wenn man dann im Dunkeln läuft in diesem Spiel, hört man um die Ecke die Selbstgespräche dieser Splicer, die in irgendeiner Weise Fragmente von Erinnerungen an ein früheres Dasein bedeuten, eben eine Mutter, die scheinbar ihr Kind wiegt oder die wehklagt, und sobald man dann eben eine bestimmte Fluchtdistanz unterschreitet, greifen diese Gegner eben an auf einen äußeren Reiz hin. Das ist eine sehr interessante Inszenierung, die über den klassischen Zombie-Slasher weit hinausgeht. Es spielt natürlich viel mit Zombie-Horrorfilm-Elementen, aber es bleibt doch sehr viel psychologischer. Auch in Bioshock eruiert man Biografien von bestimmten Opfern, die nach und nach verfallen, und dieser Verfall wird dadurch auch analytisch zugänglich gemacht. Wir haben einen ersten Endgegner, er ist ein Schönheitschirurg, der erst, man findet dann die Memos nach und nach, bestimmte Records, die man sich anhören kann, Aufzeichnungen, und aus diesen Aufzeichnungen geht dann hervor, dass dieser Schönheitschirurg zunächst eine ideale Symmetrie herstellen will und das versucht umzusetzen bei seinen Patienten. Man findet auch Memos von Patienten, die sich vertrauensvoll in seine Hände begeben und sich etwas davon erhoffen. Und nach und nach kommen dann Memos, in denen er immer mehr von diesem Prinzip der Symmetrie abkommt als Ästhetik und sagt, er hätte die wahre Göttin der Schönheit gefunden, das wäre die Asymmetrie, und dementsprechend geht er dann dazu über, seine Klienten zu verunstalten und die eben mit Narben zu überziehen. Man kommt dann in seinen Operationssaal, der als Schlachthaus mit von der Decke hängenden Leichen inszeniert ist, und muss ihn dann sozusagen vernichten, aber das Thema begleitet einen durch das ganze Spiel weiter hinweg. Ein zweites Thema ist ein extremer Behaviorismus vielleicht, oder eine Prägungsideologie, dass man eben auch die Psyche von Beginn an formen möchte. Das knüpft natürlich an klassische Fantasien an, der Manipulation, der psychischen Manipulation durch Gedächtnis, Umschreibungen, angebliche. Was in dem Spiel inszeniert ist, das ist jetzt der blödeste Spoiler, den ich erzähle, dass diese Floskel am Anfang könnten, würdest du freundlicherweise diese Rohrzange da aufnehmen oder würdest du freundlicherweise ans Radio gehen, dass das diesem Spielercharakter als Codewort eingeprägt worden ist, dem er nicht widerstehen kann. Also er kann, das wirkt dann wie ein Befehl, wenn eine Aufforderung eingeleitet wird, würdest du freundlicherweise dies tun oder jenes tun. Und diese Stimme aus dem Off kontrolliert eben diesen Charakter dann vermeintlich zunächst zu seinem Besten und wie sich dann später herausstellt, eben in missbräuchlicher Weise, indem es eben in einem Machtkampf innerhalb dieser Stadt ihn ausspielt gegen diesen Ryan, der da am Anfang als klassischer bürgerlicher Potentat aufgebauscht wird. Das Ganze ist eingebettet natürlich in das Bewusstwerden vielleicht gesellschaftlich
dass es vielleicht doch so etwas wie die Ideologie des Neoliberalismus gibt, die, die ja von linker Seite häufig als Erklärung für jegliche Widersprüche des Trikons herbeizelebriert wird, um auch da wieder die Verschwörung und nicht eben die primär die ideologischen Aspekte zu analysieren. Aber wenn man sagt, es gibt eine Ideologie, die in dieser Zeit präsent war und die man vielleicht neoliberal nennen könnte, dann ist es eigentlich ein Revival der klassischen bürgerlichen Ideologie, ein Versprechen auf endlose Expansion, auf einer, wie es am Anfang eben gezeigt wurde, auf einer Absage an autoritäre Herrschaftsformen. Und unter dieser Abschaffung von autoritären Herrschaftsformen, von Religion und dem gleichzeitigen Beibehalten von allseitiger Konkurrenz, von Wettbewerb, entwickeln dann sich im Rapture folgegemäß, und das ist, finde ich, noch den besten analytischen Gehalt, entwickeln sich dann quasi zwangsläufig Rackets, die gegeneinander kämpfen, und eben ein Konkurrenzkampf, in dem diese Stadt dann nach und nach zerstört wird, oder der Zerstörung zwangsläufig anheimfällt. Das sind diese beiden Spiele, wo ich sagen würde, ja, da deutet sich etwas an, wie intelligent man das Ganze gestalten kann, wie man Kulturwaren auf der Höhe der Zeit produzieren kann, im völligen Gegensatz zu dem, wie Entwicklungen auf anderen Ebenen nicht stattfinden. Also es gibt nach wie vor das klassische Unterschichtenfernsehen. Es gibt eher Rückentwicklungen in manchen Filmbereichen, was die Intellektualität angeht, was die Reflexivität angeht. Der Hang zum Realismus ist natürlich sehr stark, nach wie vor stark auch in den Spielen, dass man versucht, durch einen exzessiven Realismus eine inhaltliche Lehre zu überspielen, durch die Analyse der Oberfläche, die realistische, eben dann die intellektuelle Durchdringung sich zu ersparen. Und zum anderen ist auch in diesen positiven Beispielen, die ich jetzt genannt hatte, die sind natürlich nicht, kann man wiederum eine eigene Kritik daran anführen, die en Detail durchkritisieren. Ich würde sagen, auch da ist wiederum das ein übergreifendes Moment, was allgemein für Kulturwaren gibt, eben das Verhältnis von Freizeit und Arbeit, dass die sich ganz zentral in ein Arbeitsverhältnis stellen und demnach auch in Arbeitsabläufen organisieren lassen, in bestimmten Schritten, dass es eben nicht offene Verläufe sind, bei Fallout noch mehr als im Bioshock, aber dass eben es planbare Verläufe sind, die mit offenem Vergnügen meistens relativ wenig zu tun haben, die einen aber doch zu einer gewissen Ernsthaftigkeit, zu einer gewissen Reflexion zwingen. Was allerdings nicht, also es verbleibt nach wie vor ein Trinkgeldcharakter, gerade bei Fallout 3 sind Spieldauern von 200, 300 Stunden locker erreicht. Mit einem einzigen Spiel, wenn man sich den derzeitigen Output anguckt von der Spielindustrie an Einzelspielen, dann, dann kann man eigentlich nur zum Schluss kommen, dass man, wenn man dieses Feld betritt, es möglichst rasch auch wieder verlassen sollte, weil es einfach ein unendliches ist, mit einem Suchtpotenzial, das erheblich ist. Also das wird relativ ungern diskutiert auch. Diese Spiele bewerben sich ja, also süchtig machend ist ja ein Werbeträger dieser Spiele. Es steht auf der Verpackung, dieses Spiel macht extrem süchtig und so weiter. Und das in dieser schmerzhaften Form ist es vielleicht untertrieben. Tatsächlich ist diese, geht Adorno an einer Stelle auch auf eine generelle Medienabhängigkeit ein. Ich meine, in diesem Gespräch über das Fernsehen, demgegenüber man dann eben eine Kompetenz entwickeln müsse. Ja, ich beende das erstmal und würde mich freuen, wenn wir noch zu einer Diskussion kommen. Ja, bitte, geht schon los. Zum einen persönlich hat es da geworden, wie